ich glaube, das treibt mich auch an und das ist meine Passion und das ist auch mit die Mission von Scambot selber, halt einfach das Leben von so vielen Menschen wie möglich zu optimieren. Und das ist auch die langfristige Vision von Scambot tatsächlich, nämlich bringing the power of machine learning and computer vision into the hands of everyone. Ja, nee. Ich bin... Nein. Ja, ich habe aber doch jetzt schon ihn. Ich wäre... Basti. Der Max ist jetzt im Warteraum. Ja, ich werde das mit dem... Ich sprich das an mit Bohausen-Filsen. Ich mache das. Jo, alles klar. Ciao. Ah, ich ist ja ganz aufgeregt. Hat er mir den Max Stratmann hier ins Format empfohlen. Max ist der CRO von Scanbot SDK. Schaut mal selber. Ist ein gutes Gespräch. Freue mich drauf. So, Max, siehst du, da sind wir. Freut mich sehr. Ja, liebe Grüße an den Basti an dieser Stelle. Das gebe ich gleich weiter. Der ist, glaube ich, ganz aufgeregt. Wahrscheinlich will er hier die ganze Zeit in diesen Raum rein, aber wir lassen ihn nicht rein. Wenn er mich schon mal auf jemanden aus Bruchhausen-Vilsen loslässt. Ne? Max, vielleicht ganz kurz, gib uns mal so ein paar Rahmenparameter. Wer bist du? Ich bin Max Stratmann, 32 Jahre alt, jung, komme aus dem schönen Bruchhausen-Vilsen, wie du gerade gesagt hast. Das kennt man vielleicht, wenn man Filserwasser mal getrunken hat. Ich bin aktuell Chief Revenue Officer bei Scambot SDK und wohne in Köln und arbeite halt im Vertrieb und Marketing, kann man so sagen. Nee. Jetzt lass mir mal noch mal ein, zwei Fragen übrig, ne? Also Chief Revenue Officer, das haust jetzt hier so raus. Was genau macht ein Chief Revenue Officer? Es ist ein neues Konzept, kam aus dem Silicon Valley, ist halt auch aus dem Startup-Bereich. Und ein Chief Revenue Officer kümmert sich um alle Geschäftsvorgänge oder Funktionen, die direkt den Umsatz betreffen. Das ist bei uns, bei Scambot SDK jetzt Design, Web Development, alles was Marketing betrifft, also Performance Marketing, SEO, Content Marketing, Growth Marketing und dann alle Sales-Funktionen, also vom SDR über die Account Executives bis hin zum Customer Success Manager. Customer Success Manager. Ich hau noch ein paar Fragen raus, weil du haust mir hier die Begrifflichkeit nur so Ohren. Ich kenne die, ich krieg das gewechselt, ne? Aber ich frage es nochmal ein bisschen für die Crowd hier hinter mir, ne? Also Customer Success heißt bei euch alles das, was die Kundenzufriedenheit angeht. Genau, der Customer Success Manager ist für mich im Team oder das Customer Success Department sogar mit eins der wichtigsten Departments. Das sind die, die wirklich nach dem Abschluss eines Vertrags die Kundenkommunikation übernehmen. Und die machen eigentlich alles vom Kundensupport bis hin zum Thema Upselling, Cross-Selling, also höhere Pakete verkaufen oder Pakete an andere Divisionen bei unserem Kunden verkaufen. Die sind wirklich der Kernansprechpartner unserer Kunden und sind auch die Sprache des Kunden bei uns innerhalb der Firma. Was heißt das, wenn da Feature-Requests kommen zum Beispiel, werden die dann priorisiert und mit in die Roadmap aufgenommen. Das heißt, der Customer Success Manager ist quasi so ein Bindeglied zwischen Support, Kunde und halt auch unserem Dev-Department, ja, weil der halt natürlich sehr, sehr starkes Feedback und direktes Feedback von den Kunden auch an unsere Entwickler. Okay, ich muss dazu sagen, als Basti mir von dir erzählt hat, da hat er dann auch Scanbot erwähnt und hat mich gefragt, kennst du das Unternehmen? Ist dann logisch, ha, ne, hier Thelen und die App habe ich doch auch. Und da habe ich geguckt, ob ich die überhaupt noch habe, die App. Ne? Sagt er, nee, du bist nicht mehr aus der Zeit, ihr habt ein Pivot, Neudeutsch, hingelegt oder mehrere. Vielleicht holst du es nochmal da ganz kurz zu ab. Euer Firmenhistorie. Zwei Pivots tatsächlich. Gegründet wurde die Firma von Frank Thelen und seinen zwei Co-Foundern, dem Marc Sieberger und dem Alex Koch. Die sitzen auch immer noch zusammen. Das sind die, die jetzt auch das Venture Capital Business von denen vorantreiben. 2011, damals wollten sie das Dokumentenmanagement revolutionieren, haben viel Venture Capital dafür eingesammelt und haben dann eine App gebaut, die auch riesig gelauncht. Ich glaube, die hatten auch schnell 2 Millionen Downloads mit dem ganzen Thema. Das Problem war die Retention. Die Retention im Produkt hat einfach nicht funktioniert, sondern das Einzige, was in diesem Produkt funktioniert hat, war tatsächlich der Dokumentenscanner, weil die Leute mussten ja irgendwie ihre Dokumente digitalisieren, um sie in diesem Programm zu nutzen. Dann hat Frank mit seinem Team zusammen entschieden zu pivotieren auf eine Document-Scanning-App, die Scambot-App. Die kennt man auch tatsächlich. Ich glaube, wir hatten am Ende des Tages, glaube ich, 15 Millionen Downloads auf iOS und Android mit knapp 2,5 Millionen monatlich aktiven Nutzern.
Nun war es aber so, der Frank ist ja sehr bekannt geworden, wissen wir alle, über Hülle der Löwen, hatte dann keine Zeit mehr, die Firma selbst zu führen, hat dann die CEO-Rolle an Christoph Wagner abgegeben, das ist auch heute noch unser CEO, das war im Jahr 2016. Der Christoph hat dann daran gearbeitet, diese App sehr erfolgreich zu machen. Ich glaube, wir haben die Nutzerzahlen auch verzehnfacht in der Zeit nach Frank, haben dann allerdings gesehen, dass man mit einer Document-Scanning-App nicht wirklich diesen Venture-Capital-Case aufbauen kann. Das heißt, den Revenue zu maximieren und den Firmen-Value irgendwie zu verzehnfachen. Und dann haben wir uns Ende 2017 zusammengesetzt und uns überlegt, okay, wie könnte das funktionieren? Wie kann man sowas bauen? Und wir haben bei uns im Kundensupport von der B2C-App tatsächlich einige Anfragen gehabt, wo Leute gefragt haben, ob sie unsere Scanner-App nicht white-labeln können für ihr eigenes Unternehmen. Das heißt, ich will einfach zum Beispiel die Hans Müller Elektrik GmbH möchte ihren eigenen Document-Scanner haben für ihre Auswärts-Elektriker. Und da haben wir gesagt, ja gut, da ist nicht wirklich ein Business-Case dahinter. Allerdings kam auch eine Anfrage rein von einer sehr großen Versicherung in Deutschland, nämlich der AXA, die dasselbe gefragt haben. Und da haben wir dann doch mal genauer hingehört und haben gesehen, was da für ein Riesenbedarf ist eigentlich, Document-Scanning wirklich vernünftig in Apps zu integrieren. Und das konnten die meisten nicht, weil Computer Vision ein sehr, sehr komplexes Thema ist auch. Und wir hatten natürlich schon die Lösung dafür gebaut. Und dann hat unser damaliger und heutiger CTO, der Eduard Frank, der Eddie, hat mir einen kleinen MVP gebaut. Und ich bin dann als frisch erkorener Chief Sales Officer hausieren gegangen und habe versucht, diesen MVP zu verkaufen. Und wir haben dann halt wirklich einen Wahnsinns-Increase im Revenue gesehen. Also ich glaube, ich im ersten Jahr in 2018 mit dem MVP alleine den Firmenumsatz verfünffacht, dann wieder verdreifacht, bis wir dann 2019 gesehen haben, okay, B2B, da liegt unser zukünftiges Geschäft drin. Und dann haben wir uns entschieden, 2019 die B2C-App zu verkaufen, haben Scanboard damals auch aktiv verkauft. Die App heißt ja jetzt auch Swift Scan, hat also nichts mehr mit uns zu tun. Das Einzige, was noch mit uns zu tun hat, ist der Scanning-Algorithmus da drin, denn den dürfen die schön weiter von uns lizenzieren. Das haben wir natürlich jetzt nicht nehmen lassen. Ich frage dich ja immer, die zweite Frage ist ja immer nach der Passion. Max, warum machst du das alles? Was ist deine Passion? Hat man übrigens gar nicht gemerkt jetzt eben in der Einleitung. Also meine Passion tatsächlich hat immer, ich sag immer, wenn Leute mich danach fragen, es liegt meine Passion in der Optimierung von Dingen. Wenn es einmal um Selbstoptimierung geht und zum anderen halt aber auch um Firmenoptimierung. Das heißt, ich bin dann zufrieden und ich fühle mich dann erfüllt, wenn ich halt wirklich Themen verbessern kann und den Status quo challengen kann. Ich mag das halt nicht, irgendwie mit dem aktuellen Status quo zufrieden zu sein. Und da habe ich mal tatsächlich vor langer Zeit ein Zitat gehört, und zwar: Zufriedenheit ist ein extrem unkreatives Lebensgefühl oder Lebenseinstellung. Und das hat mich ziemlich getriggert, weil ich sehe das ähnlich. Für mich ist es halt so, dass ich halt möglichst viele Leute erreichen möchte und deren Leben vereinfachen möchte. Und das ist halt auch so ein bisschen die Mission von Scanboard geworden, nämlich die mobile Datenerfassung so schnell, einfach und verlässlich wie möglich zu machen. Und das zieht sich bei mir durch alle Lebensbereiche durch. Also von der Selbstoptimierung, wie kann ich meinen Tag produktiver gestalten, wie kann ich etwas besser machen, bis hin zu auch meinem aktuellen Aufgabenfeld. Also unser Marketing-Approach ist zum Beispiel extrem experimentbasiert. Das heißt, wir basieren alles, was wir im Marketing machen, auf Experimenten, die wir aufsetzen und optimieren kontinuierlich weiter. Also wir lassen nie irgendetwas länger als 2-3 Monate stehen, sondern wir versuchen immer irgendwie etwas zu optimieren. Und ich glaube, das treibt mich auch an und das ist meine Passion und das ist auch mit die Mission von Scanboard selber, halt einfach das Leben von so vielen Menschen wie möglich zu optimieren. Ja, es ist ein schönes Zitat auch eben. Ich glaube, das schafft sie definitiv in die Shownotes. Zufriedenheit kann aber ja auch manchmal dann eine Blockade auslösen, oder? Also weil wenn du nie zufrieden bist, weil das ist ja die Umkehr, ne? Dann es ist ja auch kein erfülltes Leben, wenn man nur unzufrieden ist. Also das ist jetzt wirklich eine Überspitzung des Ganzen, ja? Na? Natürlich, ja klar, das kann natürlich auch passieren, ist mir auch sehr bewusst und ich glaube, da hilft dann natürlich auch der Ausgleich im Privatleben, dass man da halt irgendwo eine Zufriedenheit herrscht. Aber ich glaube, im beruflichen Kontext werde ich das nie sein können. Aber ich glaube, das ist auch gut so. Ich glaube, das teilen diverse UnternehmerInnen mit dir dann das Gefühl. Also ich kenne das ja überhaupt nicht. Nein. Nee? Okay, also Frage 3. Jetzt wird interessant, weil ich frage ja immer nach dem nächsten Game Changer. Also was glaubst du, wird die Welt als nächstes verändern? Also KI ist so ein bisschen ausgelutscht jetzt gerade. Hast du was anderes im Gepäck? Ich habe tatsächlich ein paar von deinen Folgen gehört und die Folge 55, ich glaube, das war mit der Claudia Misselwitz,
Die hat mich sehr getriggert, weil da ging es halt auch um KI, also AI in Tools, hat sie erwähnt. Und ich würde das tatsächlich sogar verspitzen, weil für mich ist das Thema AI, KI tatsächlich gar nicht so ausgelutscht, wie man denkt. Denn was AI sehr, sehr spannend macht, ist die Kombination von AI mit anderen bahnbrechenden Technologien oder spannenden Technologien. Bei uns jetzt beispielsweise die Kombination zwischen AI und Computer Vision. Das heißt, was können wir aktuell mit Computer Vision erreichen? Wir können Daten erfassen, das heißt, wir können einen Barcode scannen, wir können irgendwie ein Dokument fotografieren und die Daten daraus extrahieren. Das Problem ist, dass es immer noch Menschen braucht, um diese erfassten Daten zu interpretieren. Und da kommt dann AI, KI ins Spiel, wo man sagen könnte, okay, was ist denn jetzt, wenn die Kamera die Umgebung nicht nur erfassen und Daten aus der Umgebung extrahieren kann, sondern wenn sie auch noch anfängt, die Daten zu verstehen und zu interpretieren. Dann kann man ganz, ganz große Cases aufbauen. Und das ist auch die langfristige Vision von Scanbot tatsächlich, nämlich bringing the power of machine learning and computer vision into the hands of everyone. Weil was wir erreichen wollen, ist wirklich Kameras intelligent zu machen. Das heißt, du pointest eine Kamera zum Beispiel auf ein Auto. Die Kamera erkennt Schäden, interpretiert die Schäden und kann beispielsweise sagen, wie viel eine Reparatur kosten würde etc. pp. Dafür braucht es aktuell immer einen Menschen. Ich glaube, man hat jetzt schon teilweise in der generativen AI ein paar Sachen dabei, wo du halt kannst ja auch ein Foto von einem Fahrradschlauch machen und bei ChatGPT hochladen, kriegst du halt auch zumindest, was da drauf ist, schon mal zumindest in Ansätzen angezeigt. Ne? Ich glaube, es ist halt nachher Frage der Lerngeschichte. Was ich bei diesem Thema noch interessant finde, ist, wenn du dir mal anguckst, vor einem halben Jahr habe ich in meiner Keynote gezeigt, dass man Menschen auf einem Bild jetzt entfernen kann mit einem Fingerdruck. So, jetzt wirbt Google mittlerweile sogar schon damit, mit ihren eigenen Features, wo es halt nur darum geht, im Prinzip Bilder jetzt quasi schon zu nehmen. Damit seid ihr ja voll im Spiel drin, weil ich meine, egal was du jetzt guckst, der QR-Code galt ja schon vor 10 Jahren als ausgelutscht und am Ende, ja. Und jetzt ist ja mittlerweile alles nur noch, dass du irgendwo hier mit dem Handy quasi irgendwas abfotografierst und das Ding, also der QR-Code ist ja noch ein Code, aber nachher ist ja die Flasche Wasser nachher dann das Ding, was nachher den Träger ist. Das ist ein Riesenmarkt, glaube ich, ne? Ja, also es ist ein monströser Markt. Wir sind ja auch sehr, sehr, sehr tief im Barcode-Scanning unterwegs und da glaubt man halt gar nicht, was da halt für Volumina dahinter stecken, was gescannte Barcodes angeht und was auch die Probleme mit Barcodes betrifft. Ja, also da gibt es zigtausend Probleme. Es gibt ja auch zum Beispiel auch invertierte Barcodes oder eingestanzt in Metall, die gelesen werden müssen. Das ist extrem schwierig auch für eine Kamera zu erkennen. Das ist allein mit dem bloßen Auge schon häufig schwierig, wenn jetzt ein Barcode in ein Stück Metall eingestanzt ist, diesen Barcode zu lesen. Das ist ja für das menschliche Auge häufig schon nicht so einfach. Das ist für eine Kamera dann natürlich noch viel, viel schwieriger. Und der Case ist einfach riesengroß. Und wenn man jetzt das Thema QR und Barcode halt komplett rausnehmen kann und das gar nicht mehr braucht, weil halt eben Kameras Themen auch so interpretieren können, das ist ja immer das Ding, auch mit dem Fahrradschlauch, der kann erkannt werden, aber interpretieren ist nochmal wieder eine andere Sache und dann Lösungsvorschläge geben. Und ich glaube, das ist halt noch sehr, sehr spannend und ich glaube, das wird auch relativ schnell gehen. Das ist tatsächlich etwas, was uns jetzt die nächsten 3 bis 5 Jahre sicherlich noch maßgeblich irgendwie richtungsweisend ändern. Ja, gepaart mit deiner Zufriedenheit macht das glaube ich, bin gespannt, was mit Scanbot passiert demnächst. Müsst ihr euch dann SDK AI nachher noch umbenennen. Wir kommen schon zur letzten Frage. Die Zeit verfliegt, mein Lieber. Diese ist wirklich ziemlich beiläufig. Wir haben schon ein bisschen über das Handy gesprochen. Was ist denn so deine Lieblings-App zurzeit auf dem Handy? Boah, zurzeit würde ich sagen, der Arc Browser ist ein Game Changer. Der Arc Browser ist ja einfach eine neue Form von Browser. Ich nutze ihn auf dem Desktop genauso, wie ich ihn auf dem Handy nutze. Und der hat eine sehr, sehr spannende Suchfunktion mit drin, nämlich auch mit AI gepowert. Das macht zum Beispiel das Prospecting im Sales deutlich einfacher. Wenn ich dann jetzt zum Beispiel sage, such mir heraus, wer ist der Christian, dann werden mir alle Daten, die er über dich jetzt bei Google findet, kumuliert zusammen aufgeschrieben und ich habe dann quasi einen Steckbrief von dir, wo ganz, ganz viele Themen drin sind, die mir zum Beispiel erlauben, im Vertrieb innerhalb von einer Minute kurz vor einem Call oder auch während einem Call, sogar wenn ich das während einem Call mache, Opening Lines zu suchen oder Icebreaker zu suchen etc. Also es ist sehr, sehr cool, der Arc Browser ist nur zu empfehlen. Ich war selber lange Chrome-Nutzer und ich bin eigentlich auch kein Freund davon, seinen Browser zu switchen. Also hatte ich noch nie, habe ich noch nie getan. Jetzt habe ich es getan. Der Arc Browser ist der Wahnsinn. Ja, spannend. Habe ich was dazugelernt. Also ich muss noch ein bisschen gucken. Ich nutze auch ganz viele von diesen Sachen, um mich auch vorzubereiten. Was ich auch mittlerweile transparent einfach den Leuten sage. Ich
bin vorbereitet, was ja auch in Ordnung ist. Ne? So. Und der Weg, da an die Informationen zu kommen, ist ja relativ einfach. So, ne? Also von daher, ich war auch besser vorbereitet, als ich am Anfang getan habe, auf dieses Gespräch, Max. Das ging wie im Flug vergangen. Vielen Dank für deine Zeit. Ich freue mich darauf, dich mal persönlich kennenzulernen. Entweder in Köln, in Hannover oder, keine Ahnung, auf neutralem Land in Bruchhausen-Vilsen, wenn wir da mal was gemeinsam auf die Beine stellen. Ja, so ganz neutral ist es dann ja nicht, weil Basti und ich sind dann in der Überzahl, aber ja, sehr, sehr klar, gerne. Max, vielen Dank. Super, hat mich gefreut. Dankeschön.